Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Für die, die jetzt nicht dabei sind oder später sich das Ganze nochmal anschauen wollen, wird das Ganze jetzt dann natürlich auch aufgezeichnet für euch, sodass ihr dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit habt, euch das Ganze hier mit anzuschauen. Ja, Education Level 3, also etwas komplizierter, weil wir hier natürlich mehrere Indikatoren miteinander nutzen. Ihr wisst, wir haben hier einen sogenannten Renko-Chart, den müssen wir uns über einen Offline-Chart generieren. Da schauen wir uns gleich auch zusammen nochmal an, wie das funktioniert, wie da auch die Einstellungen sind. Ansonsten habe ich euch hier auch nochmal eine Anleitung hinterlegt. Direkt in dem Kapitel, was wir letzte Woche besprochen haben, Renko-Charts, habe ich hier unten auch nochmal eingestellt, wie ihr euch diese Renko-Charts erstellen könnt, wie ihr die Häkchen setzen müsst, sodass ihr dann die dementsprechend auch hier mit erstellen könnt. Und damit habt ihr dann natürlich die Möglichkeit, hier das Ganze dementsprechend auch so zu nutzen, wie wir das jetzt heute mit durchsprechen. Das Ganze werden wir, wie gesagt, einmal gleich noch live machen, sodass ihr das nochmal euch mit anschauen könnt. Des Weiteren haben wir natürlich unseren Supercandle. Ich habe ihn jetzt mal Renko Supercandle genannt. Ist unser klassischer Supercandle, den wir jetzt hier für die Renko-Charts natürlich mit benutzen, damit wir hier eine Glättung in den Märkten haben. Ihr seht das schon an den beiden Bildern, der klassische Renko-Chart, so wie er uns hier vom Markt dargestellt wird, hat hier natürlich ein paar Nebengeräusche am Markt mit drin. Das filtern wir halt mit unserem Supercandle raus, der nur die beiden Phasen Buy und Sell hat. Die rot eingefärbten Renko-Kerzen dann für euch der Sell-Modus, die blau eingefärbten Renko-Kerzen dann unser Buy-Modus. Ja, einen weiteren dritten Indikator, den wir für dieses Setup benötigen, ist unser sogenannter Marco-Indikator. Das ist ein gleitender Durchschnitt. Ihr seht die dicke blaue Linie in der Mitte. Das ist ein klassischer gleitender Durchschnitt. Den nutze ich sehr gerne. Das ist eine Modifikation, weil wir hier halt eine visuell sehr, sehr starke Darstellung haben, in dem die Phasen zwischen den Kerzen, den könnt ihr, wie gesagt, auch im normalen Chart nutzen. Den müssen wir nicht in unseren Renko-Charts nutzen. Den könnt ihr auch in eure normalen Schaubilder einblenden, weil wir hier halt noch eine Darstellung, eine schraffierte Darstellung haben. Die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs oder unserer Renko-Kerzen wird hier in einer Buy-Phase nochmal blau dargestellt, in einer Sell-Phase dann dementsprechend hier rot schraffiert, sodass ihr visuell noch ein etwas stärkeres Bild hier im Markt bekommt, wie der Ganze aufgebaut ist. Ihr seht, ich habe euch auch hier den Link hinterlegt, welche Einstellungen wir nutzen, findet ihr dann hier in der Einleitung zum Indikator. Wir werden heute die Einstellung von 20 nutzen, das heißt ein gleitender Durchschnitt von 20. Gleitende Durchschnitte sind nichts anderes als ein Mittelwert der letzten 20 historischen Kurse. Das bezieht sich natürlich in unserem Setup hier auf unsere Renko-Charts, also nicht auf den klassischen Ursprungschart, sondern auf die Kurse unserer Renko-Kerzen. Ihr könnt den Wert natürlich größer oder aber auch kleiner einstellen, je nachdem, wie aggressiv ihr hier an den Märkten handeln wollt. Zu empfehlen sind Einstellungen 13, 20 und 50. Das sind so die klassischen Einstellungen. 50 natürlich, desto größer ich diesen Wert nehme, desto mehr Rauschen nehme ich mir hier aus dem Markt mit raus, sodass ihr dann dementsprechend wesentlich klarere Signale habt. Ja, und der vierte Indikator, den wir in diesem Setup nutzen, ist ein TMA-Indikator, eine sogenannte TMA-Line. Auch hierbei handelt es sich um einen gleitenden Durchschnitt, der jedoch etwas modifiziert worden ist. Wir fokussieren uns hier nicht wie bei dem Marco-Indikator auf einen gleitenden Durchschnitt der Kerzen, sondern wir nutzen hier Standardabweichungen. Ihr seht das hier im Bild, wir werden das gleich im Chart genauer sehen, dass wir da praktisch uns die Grenzbereiche des Marktes modifizieren und darstellen lassen, sodass wir halt wissen, wo wir, in welchen Bereichen wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, wo die Märkte drehen werden. Das sind immer so Extrembereiche, sogenannte Kaufzonen und Verkaufzonen, die wir uns mittels dieses Indikators darstellen können. Und hier nutzen wir einen Indikatorindex von 56 bei den Einstellungen, werde ich euch das auch zeigen. Und wir nutzen nicht nur eine, sondern mehrere Linien. Das ist gerade interessant, wenn wir sehr, sehr ruhige Märkte haben, um uns dann wirklich die Grenzbereiche aufzuzeigen und um natürlich auch zu sehen, wo lohnt es vielleicht nicht, sich einen Short-Trade oder einen hier am Markt zu platzieren, weil die Distanz zu diesen Grenzbereichen einfach zu gering ist. Das heißt, da kann ich natürlich in sehr, sehr ruhigen Marktphasen mir hier auch sehr, sehr viel herausfiltern, was von Handelssignalen hier eigentlich überhaupt nicht in Frage kommt und dementsprechend dann diese Trades auch einfach am Markt nicht handeln und sie dementsprechend hier einfach
herauszufiltern. Das, wie gesagt, hier im Education Level 3 findet ihr, wie gesagt, die ganzen Anordnungen und da habt ihr dann auch nochmal die genauen Beschreibungen zu den einzelnen Indikatoren. Das soll zum theoretischen Part hier anhand unserer Website dann auch schon wieder gewesen sein. Wir wollen uns das Ganze natürlich praktisch hier mit anschauen. Ihr seht, ich habe hier so meine klassischen drei Titel, meinen Euro-US-Dollar, meinen DAX 30 und Great British Pound-US-Dollar. Die beiden Devisentitel hier handle ich sehr, sehr gerne, weil sie halt einen sehr, sehr trendstark sind, eine schöne Volatilität aufweisen, sodass man die wirklich sehr, sehr gut nutzen kann. Wie die Einstellungen in den Setups aussehen und wie wir die Setups nutzen können, kommen wir gleich dazu. Wir wollen uns jetzt für den einen Titel, den wir ja auch immer mit betrachten, den Dow Jones, einmal anschauen, wie diese Charts hier im Prinzip erstellt werden. Das habe ich euch ja, wie gesagt, auf der Website auch nochmal Schritt für Schritt genau hinterlegt. Aber damit wir uns das praktisch nochmal anschauen, wollen wir das jetzt hier heute Morgen als erstes noch einmal zusammen machen, sodass ihr das dann natürlich auch auf dem Video mit drauf habt und das dementsprechend mit nutzen könnt. Also, um uns zum Beispiel dieses Setup für unseren Dow Jones zu erstellen, brauchen wir, ihr seht es hier vorne auch schon mal, hier haben wir überall die Originalcharts drin, Euro, US-Dollar im Minutenchart, DAX im Minutenchart, Great British Pound im Minutenchart. Hier seht ihr, habe ich auch diesen Makroindikator zum Beispiel hier schon mal mit implementiert. Um das Ganze also für den Dow Jones zu erstellen, brauchen wir natürlich dann auch erstmal ein neues Chart. Und da brauche ich dann natürlich auch den Dow Jones Chart, um dementsprechend dann hier das Ganze mit für den Dow Jones zu erstellen. Heute sind wir mal auf einem etwas anderen Broker unterwegs, hier bei Tickmill. Die handle ich besonders gerne, weil wir hier sehr, sehr gute Handelskonditionen haben. Wir gerade im Devisenbereich, wo dieses Setup ja hier spezialisiert ist, haben wir sehr, sehr günstige Handelskonditionen. Und dementsprechend nutze ich den auch ganz gerne. Wer das mal testen will, ich habe euch ja im Trading Floor hier auch den Link hinterlegt. Und da könnt ihr euch dementsprechend auch mal eine Demo-Version runterladen und das Ganze testen. Ihr seht, ich habe hier stellenweise im Euro-US-Dollar-Spreads von 0,1, also nochmal deutlich besser als bei uns hier bei Admiral, wo wir sonst immer mit handeln, oder bei anderen vergleichbaren Brokern. Ja, was ich brauche, wie gesagt, wir wollen uns das Ganze jetzt für den Dow Jones erstellen. Also habe ich mir einmal den US-30, hier heißt der im Minutenchart. Wichtig ist, wir brauchen die Daten aus dem Minutenchart. Das heißt, ihr wählt hier ein neues Chartfenster aus, wie das geht, haben wir in den letzten Videos auch schon mit besprochen, wählt dann das Timeframe M1, weil wir müssen uns diese Kerzen aus diesem Minutenchart ja hier bauen. So, und dann benötigen wir unseren sogenannten Experten. Das ist dieser Renko Live Charts, weil die gibt es ja so offiziell im Metatrader hier nicht. Deshalb nutzen wir da diesen Experten, um uns die zu bauen. Ja, entweder einen Doppelklick auf diesen Experten oder per Drag and Drop einfach in den Chart mit reinziehen. Und dann seht ihr, öffnet sich dieser Experte schon. Wichtig immer bei diesen Einstellungen, was wir brauchen, das Häkchen bei Import von DLLs. Das sind die Daten, die wir praktisch brauchen, um diesen Renko-Chart zu erstellen. Und auch das Häkchen bei Live-Trading zulassen. Der handelt nicht live, aber diese beiden Häkchen müssen gesetzt werden, damit wir die Daten für die Umrechnung dementsprechend hier im Chart bekommen und das Ganze dann entsprechend mit nutzen können. Dann gehen wir in den Bereich Eingabe. Und bei Eingabe ist für uns nur das Feld Renko Box Size interessant. Über die Box Size geben wir ja praktisch die Größe unserer Kerzen ein, die wir im Chart hier handeln wollen. Klassisch haben wir in den letzten Webinaren hier die Einstellung 300, also drei Punkte durchgesprochen. Hier müssen wir immer ein bisschen umrechnen, weil die Darstellung oder die Anzeige hier in Pips erfolgt. Um das Ganze in Punkten zu haben, müssen wir dann halt, wenn wir hier eine 3-Punkte-Kerze oder eine 2-Punkte-Kerze haben, das Ganze mit 200 oder 300 hier mit einnehmen. Bei diesem Setup könnt ihr in der Einstellung sogar auf 200 runtergehen, weil das so stabil ist. Und wir noch weitere Prüfindikatoren haben, dass wir hier auch mit 2-Punkte-Kerzen am Markt mitarbeiten können. Stelle ich uns einfach mal ein. Mehr müssen wir hier nicht modifizieren. Renko Timeframe 2 heißt dann, das ist dieser M2 Offline-Chart, den wir brauchen. Den könnt ihr auch modifizieren, diesen Wert M3, M7 oder sonst was. Nur nicht die klassisch definierten Timeframes, die wir automatisch beim Metatrader hier vorgegeben bekommen. So, dann auf OK drücken. Wenn wir alles richtig gemacht haben, erscheint hier ein Pop-up-Fenster, Renko Live-Chart. Gehe ins Menü, hier Datei, öffne den Offline-Chart, wähle US-Dollar M2 oder Dow Jones M2, je nachdem, wie die Bezeichnung bei eurem Broker hier ist. Also, wenn wir das hier erfolgreich gemacht haben, kommt dieses Pop-up-Fenster, dann gehen wir auf den Button Datei und öffnen hier diesen zweiten Button Charts Offline öffnen.
So, dann geht ein weiteres Pop-up-Fenster auf und in diesem Pop-up-Fenster suchen wir uns dann dementsprechend unseren US-30M2-Chart raus. Da müsst ihr mal ein bisschen durchscrollen, damit ihr die dann entsprechend hier auch findet. Ich gucke mal, ob ich ihn jetzt hier gerade finde oder ob ich ihn hier nicht mit dabei habe. So, da ist er, US-30M2 und geht einfach auf Öffnen. So, dann mache ich es mir einfach. Ihr habt gesehen, wir haben ja hier viele Indikatoren. Das, was wir jetzt haben, ist von der Beschreibung schon praktisch unser Renko-Chart. Könnt euch den hier vergrößern und ein bisschen modifizieren. So, und dann seht ihr diese Bewegung in Form eines Renko-Charts. Das heißt, wir haben ja vordefiniert, dass alle 2 Punkte eine neue Kerze hier am Markt erstellt werden muss. Und dementsprechend entspricht hier jetzt auch jede dargestellte Kerze einer 2-Punkte-Bewegung. So, dann könnt ihr natürlich beim ersten Mal müsst ihr das selber machen, die einzelnen Indikatoren einfügen, die wir benötigen. Später, wenn ihr das dann einmal für einen Wert fertig gemacht habt, könnt ihr euch das Ganze dann ja als Vorlage speichern. Ich habe das hier als Forex Trade Master gespeichert, den könnte ich jetzt einladen, aber wir wollen uns das für diesen Wert ja hier noch einmal zusammen einstellen, damit ihr seht, wie das Ganze hier funktioniert. So, neben diesem Renko-Chart brauchen wir natürlich unseren Supercandle. So, den können wir einfach per Doppelklick oder per Drag and Drop in den Chart mit reinziehen und haben dann hier automatisch die Darstellung hier unserer Kerzen. Ich nutze den in der Basiseinstellung hier im Dow Jones besonders mit 3.0. Also wir setzen diesen Multiplier hier auf 3.0. Ihr könnt den auch etwas aggressiver einstellen auf 2.0. Das zeige ich euch aber später einmal, wenn wir das Setup noch ein bisschen modifizieren werden im zweiten Teil. Ansonsten übernehmt ihr die Standardeinstellung Multiplier auf 3. Dann habt ihr unsere Kerzen. So, jetzt haben wir uns das Ganze schon mal eingefärbt. Jetzt sieht das schon mal etwas smoother hier aus am Markt. Die Buy-Phasen dieser Renko-Kerzen mit blauen Kerzen, die Sell-Phasen hier mit roten Kerzen. Und jetzt brauchen wir unseren weiteren Prüfindikator. Das ist unser Makroindikator, unser gleitender Durchschnitt. Den zieht euch auch einfach aus eurer Indikatorenliste per Doppelklick, per Drag and Drop in den Chart mit rein. Und das, was ihr hier modifiziert, ich sage, der basiert ja auf einem gleitenden Durchschnitt. MA steht für Moving Average, also gleitender Durchschnitt, ist hier in der Standardeinstellung auf 50. Wir wollen den etwas aggressiver handeln, gehen also hier in der Einstellung für unsere Setups auf nicht 230, sondern 20 und haben dann da die entsprechende Darstellung. Ja, Farben, ich habe euch das auf der Website auch hinterlegt. Ich modifiziere die Farben 4, 5 und 6 entsprechend meines sogenannten Corporate Identity, wie es sich ja so schön schimpft, auf Blue, damit ich die Farben passend zu meinen Kerzen hier habe. Ansonsten bekommt ihr dieses Raster, was wir gleich sehen, dann hier in diesem Grünton dargestellt. Wenn ihr das ähnlich haben wollt, müsst ihr die Farben 4, 5 und 6 hier auf dieses Deep Blue Sky, das ist auch unsere Candle-Farbe, hier modifizieren. Wer gerne mit grünen Kerzen ändert, der kann natürlich auch von Super kennen, die Farben hier verändern. So, jetzt baut sich unser Setup hier so langsam mal auf. Wir haben unsere Renko-Charts, wir haben unseren Super Candle-Indikator drin und wir haben jetzt unseren gleitenden Durchschnitt drin. Fangen wir mal an, das Ganze zu besprechen. Wann darf ich dann hier handeln? Wann darf ich nicht handeln? Handeln, um einen Beitritt am Markt zu platzieren, brauche ich jetzt 2 Prüfbedingungen. Erstens, ich muss mich mit meinen Kerzen oberhalb meiner blauen Linie meines gleitenden Durchschnitts befinden und dementsprechend muss dieser Supercandle auch blau eingefärbt werden. Das heißt, wir haben zwar hier schon dieses Durchbruchsszenario, das ist für mich hier eine beginnende Bodenbildung. Wir brechen mit diesen Kerzen hier schon durch diesen gleitenden Durchschnitt. Das heißt, jetzt ist so der allerspäteste Ausstieg aus einer möglichen Sell-Position, die wir hatten. Wobei hier seht ihr, im Nachthandel macht es natürlich wenig Sinn, hier zu handeln. Erstens sind die Spreads sehr hoch, zweitens kleine Bewegung, kaum handelbar. Aber wir sprechen einfach mal jetzt die Signale durch, die sich hier jetzt so am Markt ergeben. So, wenn wir jetzt diese Einstellung unseres Supercandles, ihr seht, wir haben jetzt die Dreier-Modifikation. Wenn ihr die noch aggressiver haben wollt, weil wir einen zweiten Prüfindikator drin haben, könntet ihr den Multiplier hier auf 2.0 stellen. Dann seht ihr, werden auch schon die Kerzen davor eingefärbt. Habt dann allerdings hier so manchmal die Gefahr, dass es hier doch zu einem kleinen Fehlsignal kommen kann. Deshalb im Dow Jones, der ja doch etwas größere Bewegungen hat und etwas mehr Volatilität aufweist, steigen wir hier mal ein auf Setup Multiplier Nummer 3. So, im Sell-Modus, wir brauchen eine rote Kerze des Supercandles unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts. Das ist dann hier mein Entry in den Markt für einen Short Trade, wenn wir nur diese beiden Prüfbedingungen hier am Markt mit nutzen.
Also visuell sehr, sehr einfach. Und der Trend ist natürlich so lange intakt, wie ich rote Kerzen unterhalb dieses gleitenden Durchschnittes habe. So lange ist mein Zelltret intakt. Mein Beitret ist natürlich so lange intakt, wie ich mich mit meinen blauen Kerzen, meinen blauen Super-Renko-Kerzen, wie wir sie jetzt hier ja haben, oberhalb meines gleitenden Durchschnittes befinde. Ihr seht, wir haben jetzt hier auch kurz nach Handelsstart 8 Uhr. Das ist ja das, worauf ich mich fokussiere, hier auf den 8 Uhr Handelsstart. Jetzt haben wir es 9 Uhr, Serverzeit ist hier mal ein bisschen später. Schauen wir, sehen, wir waren im vorbörslichen Handel hier in einem schönen Abwärtsmovement drin gewesen. Rote Kerzen unterhalb unseres gleitenden Durchschnittes. Jetzt haben wir pünktlich zum Handelsstart die Eröffnung gehabt. Pünktlich der Durchbruch schon mal über unseren gleitenden Durchschnitt. Das ist für mich natürlich schon so die erste Indikation, wo ich sage, oh, hier könnte ein neues Handelssignal entstehen. Kurz vor 9 wisst ihr, handeln wir nicht. Wir warten die Eröffnung ab. Wir springen also nicht hier pünktlich um 9 Uhr in diesen Short-Trade mit auf, in der Hoffnung, dass das weitergeht, sondern wir warten erstmal ab, was uns das Opening hier um 9 Uhr bringt, damit wir hier natürlich nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden und dann dementsprechend hier gleich unnötigerweise mit einer ersten Position im Markt ausgestoppt werden. Das, was wir in jedem Setup nutzen, sind natürlich unsere Fibo und unsere Pivot-Marken. Die haben wir in einem Indikator kombiniert, den wir natürlich hier jetzt auch einfach mal in dieses Setup mit reinlegen, damit ich eine grob Orientierung am Markt habe, wo können denn einzelne Kursbewegungen hinlaufen, wo habe ich Unterstützungszonen, wo habe ich Widerstandszonen. Ja, und mittels dieser Linie sehen wir jetzt auf einmal, wo hat denn dieses Short-Movement jetzt heute Morgen, was wir im vorbörslichen Handel hier schon mal in den Markt gelegt haben, geändert. Ihr seht, hier haben wir eine kleine grüne gestrichelte Linie, unser sogenanntes Resistance-Level. Resistance ja eigentlich Widerstand, aber ihr seht, wir waren die ganze Nacht schon oberhalb dieser Resistance-Marke. Und damit ist es jetzt natürlich erstmal hier eine kleine Support-Marke, eine Unterstützungsmarke am Markt. Und ihr seht diese Korrekturbewegung, die wir hier im vorbörslichen Handel heute Morgen in den Markt gelegt haben mit Handelsstart um 8 Uhr, ging genau bis an dieses Resistance-Level. Und das sind natürlich für uns immer die Kurszielmarken. Da platzieren wir unsere Take-Profits, dann gehen wir raus aus dem Markt, um das Ganze dann dementsprechend hier so als Hilfsmittel zu nutzen. Ja, wir sehen, wir sind heute Nacht auch schon mal ein bisschen und das gucke ich mir halt vorab immer an. Wo liegen meine Pivot, wo liegen meine Resistance-Marken, wo liegt mein Pivot-Level? Ihr seht, das liegt deutlich weiter unten. Wir haben hier heute auch große Diskrepanzen zwischen diesen Linien. Das hängt einfach mit der Volatilität am Freitag zusammen. Diese Pivot-Marke wird ja berechnet aus den Schlusskursen vom Freitag, dem Höchststand und dem Tiefstand. Aus diesen drei Kursen wird ein Mittelwert gebildet. Das ist die Pivot-Linie R1, R2, R3. Sind dann die Standardabweichungen, die wir hier mit im Markt haben. Und so sehen wir hier heute schon, hier könnte wirklich Volatilität in den Markt kommen. Wir haben hier sehr, sehr große Abstände zwischen diesen einzelnen Linien. Und das wird natürlich hier äußerst interessant. Vor allen Dingen, ich orientiere mich gerade im Bereich dieser Marken. Habe ich eine Unterstützung, steige ich mal aus diesen Kursen und baue mir das auf. So, das ist dieses Setup bis hierher. Jetzt wollen wir uns das Ganze natürlich erweitern. Ihr könnt in dieses Setup unseren sogenannten Street Channel, unseren Rengo Street Channel mit einbauen. Das hilft euch natürlich sehr, sehr schön, um dann dementsprechend Stop-Kurse zu platzieren, um hier auch so ein bisschen die Grenzbereiche mit anzusehen. Das heißt, wir blenden ihn jetzt einfach mal in dieses Setup ein, wird grundsätzlich aber nicht benötigt. Ihr könnt schauen, ob euch das Setup damit zu überfüllt ist oder nicht. Ich nutze es immer sehr, sehr gerne, weil ich dementsprechend meine Stop-Niveaus hier sehr, sehr schön nutzen kann. Wir sehen, wir haben hier so einen kleinen Unterstützungsbereich. Das war der Tiefstand, den wir heute um 8:39 Uhr, Serverzeit hier 9:39 Uhr markiert haben am Markt. Wir sehen seitdem eigentlich hier heute Nacht schon in diesem Abwärtstrend, bis mal diese kleine Unterbrechung hier heute vorbörslichen Handelsstart kam. Und ansonsten hier auch in einer sehr, sehr schmalen Range gefangen. Und ja, das Stop-Niveau für einen möglichen Beitritt, den man hier hätte machen können, ist dann natürlich nicht unbedingt diese Resistance-Marke, sondern da nutzen wir das Tiefstandsniveau unserer Channels, wo wir hier unseren Umkehrpunkt haben. Die rote Linie, die jetzt hier modifiziert wird, das ist natürlich mein Stop-Niveau. Wir sehen, der wird hier auch angepasst, berechenbar dadurch. Sehen wir, haben wir auch nicht nur den Farbwechsel, sondern wir hatten ja auch bereits im Vorfeld den Durchbruch, zwar mit unseren blauen Kerzen, hier durch unseren
gleitenden Durchschnitt. Und das ist schon immer so ein Signal für mich, wo wir hier eine mögliche Trendumkehr am Markt haben. Natürlich geht ihr nicht hier short, sondern wir müssen warten, bis wir hier dementsprechend auch unsere Farbmodifikation umgewandelt haben. So, jetzt, und das ist das Wichtigste und Neue an diesem Indikator, blenden wir uns sogenannte Grenzbereiche ein. Das heißt, wir nutzen ja unseren Fast-TMA-Line-Indikator, um uns hier Grenzbereiche mit einzuzeichnen, um zu sehen, wann macht vielleicht der eine oder andere Trade Sinn oder vielleicht aber auch keinen Sinn, weil unsere Zielerwartung gar nicht erfüllt ist. Das ist ja, wie gesagt, immer unsere abschließende Prüfbedingung. Wir checken nicht nur unsere Checkliste, indem wir die einzelnen Prüfbedingungen, also blaue Kerze über blauer Linie, prüfen, sondern wir haben natürlich auch als letzte abschließende Prüfbedingung immer unser Chance-Risiko-Verhältnis. Wo kann dieser Kurs hinlaufen? Da orientieren wir uns zum einen natürlich an unseren Resistance-Markern, unseren Pivot-Marken. Wenn der Abstand zu diesen Widerstands- oder Unterstützungsmarken zu klein ist, macht es natürlich da auch keinen Sinn, hier einen Trade am Markt zu platzieren. Und wir werden jetzt auch diesen Fast-TMA-Line-Indikator mit nutzen, um uns dort auch Grenzbereiche, mögliche Kaufzonen oder Verkaufzonen hier im Markt zu visualisieren. Und da orientieren wir uns natürlich auch dran, ob es da Sinn macht, hier überhaupt jetzt zum Beispiel diesen Buy-Trade oder jetzt aktuell ein Short-Trade hier am Markt zu platzieren. Dazu genau das Gleiche. Ihr geht wieder hier auf unseren Navigator in den Bereich Indikatoren und da suchen wir uns dann den Indikator mit raus, um den dann dementsprechend hier in unser Schaubild zu übertragen. Doppelklick oder aber per Drag and Drop mit reinziehen. Eingabe, ganz wichtig, die Periode, das ist ja auch ein gleitender Durchschnitt, hatte ich schon gesagt, nutzen wir hier mit 56. Den müsst ihr auch nicht modifizieren. Das ist so ein historischer Wert, der hier eigentlich so die größten und bessere Sicherheit für die Signale hier gibt. Hier vorne müsst ihr, wie gesagt, an den Bereichen nichts modifizieren. Außer ihr seht, wir haben hier ähnlich wie bei unserem Supercandle einen sogenannten Multiplier mit drin. Der orientiert sich, wir sehen davor die drei Buchstaben ATR. Das ist unsere sogenannte Average True Range. Das heißt, unsere Bandbreite am Markt. Und den modifizieren wir. Den nutze ich hier, um den entsprechend zu modifizieren. Nutze hier als groben Wert die 6.0. Also wir gehen hier deutlich höher als das, was die Standardeinstellung ist. Das soll so der äußerste Grenzbereich sein. Und um den farbig besonders darzustellen, muss ich die ersten beiden Farben 1 und 2 hier modifizieren. Meine Verkaufszonen nutze ich natürlich immer in der Farbe Rot. Das wäre die Farbgebung hier 1. Meine Kaufzonen, das ist die Farbgebung 2. Die nutze ich natürlich hier immer in Blau. Und weil ich das visuell besonders dargestellt haben möchte, nutze ich das Ganze hier als durchgehende Linie. Und wenn wir das alles so eingestellt haben, wie gesagt, Eingabe, die Periode bleibt bei 56, den Multiplier 6 setzt ihr auf 6.0. Dann können wir hier einmal auf OK drücken und dann sollten wir hier gleich zwei Linien im Markt sehen. So, das sehen wir auch schon, das sind so meine extremen Grenzbereiche. Die rote Linie als Verkaufszone, die blaue Linie als Kaufzone. Das sind meine äußersten Grenzbereiche. Und ihr werdet sehen, wir laufen sehr, sehr selten an diese Grenzbereiche ran oder aus diesen Grenzbereichen raus. Da brauchen wir schon wirklich eine sehr, sehr starke Bewegung am Markt, eine deutliche Übertreibung am Markt. Dann erreichen wir diese Kurse. Das ist natürlich so das allerspäteste Exit aus einem Buy-Trade oder natürlich eine ganz, ganz interessante Vorbereitung hier auf ein neues Buy-Setup. Ja, wir haben gesehen, in den anderen Setups haben wir hier mehr Linien drin. Das heißt, wir machen diesen Vorgang, den wir eben gemacht haben, nochmal. Gehe einfach wieder auf den Indikator. Die 56 bleibt gleich. Nehme hier einmal den Multiplier von 5. Die Farben, die nehme ich eh als Rot und als Blau. Wieder 1 und 2 werden modifiziert. Und dementsprechend hier gestrichelt die Linien. Ja, hier fragt mich der Daniel gerade, wie sind die Konditionen? Ja, im Euro, US-Dollar können wir uns gleich angucken. Sehr genial bei Tickmill 0,1 Pip Spread nur und wir haben hier eine kleine Kommission mit auf pro Lot. Also bei einem gehandelten Lot ist ja ein Handelsvolumen von 100.000 Euro, haben wir hier eine 4-Euro-Kommission mit drauf. Wenn ihr euch das aber mal runterrechnet im Vergleich auch zu Admiral, wo wir sehr, sehr gute Konditionen haben, liegen wir ja bei einem Lot so circa bei 8, 9 € Gebühr. Hier liegen wir dann ungefähr bei 5 € Gebühr. Also wer viel tradet, wer viel im Devisenbereich unterwegs ist, ist das natürlich hier auch interessant. Haben wir für euch natürlich hier besonders schöne Konditionen ausgehandelt, sodass man das dementsprechend hier auch sehr schön nutzen kann. Gucken wir aber gleich mal rein. So, jetzt haben wir die zweite Linie drin. Das Ganze machen wir natürlich nochmal. Also auch wieder in Rot.
und in Blau die Grenzbereiche. Und jetzt den Multiplier haben wir eben auf 6, auf 5 und jetzt nehmen wir den Multiplier nochmal auf 4. Und dann haben wir hier so eigentlich die Grenzbereiche drin, die wir brauchen. Solltet ihr zum Beispiel, was wir ja ungern machen, in Mittagszeiten handeln, wo die Märkte sehr, sehr ruhig sind, oder ihr seht das hier schon an dem Nachthandel, könnt ihr euch auch eine vierte Linie mit einführen, eine vierte TMA-Line, da setze ich den Multiplier dann sogar auf 3.0. Das ist besonders interessant, wenn ich scalpen möchte am Markt und der Markt wirklich sehr, sehr ruhig ist, dann nutze ich diese Einstellung, um dann sehr, sehr gerne auch mal hier über das Dreier-Modus die Umkehren zu handeln. Das schauen wir uns an, wenn wir das Setup im zweiten Step nochmal so ein bisschen modifizieren. Für mich interessant ist aber eigentlich immer die Zone 4 und 5. Das sind beide unsere beiden gestrichelten Zonen. Das sind für mich Zielkursmarken im Markt. Deshalb nehme ich mal hier unsere Dreierlinie etwas später nochmal raus. Und da schaue ich natürlich, was hier wirklich Sinn macht, einen Dreh zu platzieren. Ihr seht zum Beispiel, der Markt hier heute im vorbörslichen Handel sehr, sehr ruhig gewesen. Und wenn ich natürlich jetzt hier eine Buy-Indikation habe, ja, hier stimmen meine Prüfbedingungen. Ich habe meine zweite blaue Kerze. Wir steigen ja erst mit der zweiten blauen Kerze mit dem Opening ein. Das heißt, wir warten die Beendigung hier ab. Die Prüfbedingung stimmt. Ich habe meine blaue Kerze oberhalb meiner blauen Linie. Das heißt grundsätzlich auch, wir haben die Handelseröffnung abgewartet, kann ich hier in den Markt einsteigen. Aber wo soll dieser Trade jetzt großartig hinlaufen? Wenn ich mal davon ausgehe, dass ich eigentlich schon an dieser dritten Linie hier mit drin bin, wo ich immer wieder sehe, Mensch, da haben wir in der Vergangenheit immer gedreht. Aber ich gehe grundsätzlich mal aus, der Trade, der läuft mindestens in den Bereich meiner zweiten und dritten Linie hier oben mit rein, muss ich sehen, da habe ich eigentlich nur 2 bis maximal 3 Kerzen Platz. Jede Kerze hat jetzt aber nur eine Erwartung von dementsprechend hier 2 Punkten, weil wir gesagt haben, diese Kerzen haben wir auf 2 Punkte eingestellt. Das heißt, der Trade hat, wenn es gut läuft, vielleicht 6 bis 8 Punkte Platz nach oben. Das passt mir natürlich gar nicht, weil ich weiß, ich möchte hier eigentlich so einen 20-Punkte-Trade irgendwo am Markt mit rausholen. Da muss ich dann sagen, das ist ein Trade, den könnt ihr euch damit rausfiltern. Ja, unsere Prüfbedingungen stimmen am Markt, aber meine Gewinnerwartung stimmt nicht. Ihr habt das auch schon hier heute Morgen gesehen, das erste Mal. Natürlich hatten wir auch hier um 8.14 Uhr, 9.14 Uhr Serverzeit eine Buy-Indikation gehabt. Erstens wisst ihr, 8.14 Uhr, 15 Uhr entstehen keine guten Signale. Wenn Signale entstehen, immer im Halbstundenzyklus, 8 Uhr, 8.30 Uhr, 9 Uhr, 9.30 Uhr, also schon mal zu einer sehr, sehr untypischen Zeit. Und dieses Signal ist schon an seinem Grenzbereich, also in einer Zone, wo wir eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass der Markt hier dreht. Also da muss ich mir natürlich die Frage stellen, macht es hier überhaupt Sinn, in einen Beitritt zu gehen? Des Weiteren seht ihr, zeigen euch diese Parabeln, die wir so jetzt konstruiert haben, natürlich auch noch sehr, sehr schön diesen Grundtrend hier am Markt an. Ihr seht, diese Linien, diese 3, 4 Linien, die wir oberhalb und unterhalb haben, sind hier steil nach unten gerichtet. Das heißt, ab heute Nacht, ab hier, da ist so der Scheitelpunkt, der Wendepunkt, sind wir hier eigentlich in einem ganz klaren Abwärtstrend. Da muss ich mir natürlich eh die Frage stellen, ob es hier überhaupt ansatzweise Sinn macht, einen Beitritt hier im Markt zu platzieren, sondern ich fokussiere mich hier natürlich immer sehr, sehr schön dann in Richtung dieses Trendkanals. Und dafür hat dieser Indikator auch noch eine weitere Funktion. Wir klicken mal unseren äußeren Indikator an mit dem 6er Multiplier. Ihr seht, der hat hier unten in der Einstellung noch eine weitere Funktion, Show Center Line, also zeige die Mittellinie. Das ist praktisch der gleitende Durchschnitt aus dem Ganzen. Der steht hier auf False. Wenn ihr den auf True setzt, seht ihr, kriegen wir hier jetzt noch eine kleine Linie mit eingeblendet. Und da sehen wir die Farbe der Linie. Das ist nicht nur dieser gleitende Durchschnitt aus diesen Werten, sondern der ist auch noch farbig eingefärbt. Und ihr seht, neutrale Phasen, Umschwungphasen werden hier im Markt in Form dieser weißen Linie dargestellt. Da sehe ich also schon, oh, hier haben wir eine Art Marktneutralität. Hier könnte eine Trendumkehr am Markt erfolgen. Rote Phasen für Sell-Trades werden mit einer roten Linie dargestellt. Und dann ist natürlich die Frage, dieses Buy-Signal war eben vorbörslich, aber nehmen wir es mal einfach von der Zeit unabhängig hier als Signal in einem Abwärtstrend, was mir der Channel natürlich sehr schön zeigt, was mir auch dieses Band hier in der Mitte jetzt sehr schön zeigt, macht natürlich nicht viel Sinn, ging auch in die Hose. Dieses zweite Signal, 8.14 Uhr, erst nicht unsere Handelszeit, zweitens muss ich dann aber auch sagen, gegen den Haupttrend
Nein, lassen wir lieber raus. Und genau das war natürlich auch das Szenario, was wir hier jetzt kurz nach Handelsstart haben. Macht das Sinn, in einer nach unten gerichteten Parabel in der Verkaufszone mit diesem roten Band nach unten hier eine Position eröffnen? Ich sage, macht nicht so wirklich Sinn. Dementsprechend könnt ihr euch damit natürlich auch noch sehr, sehr viele Fehlsignale hier am Markt herausfiltern oder Signale, die einfach keine große Gewinnerwartung hier im Markt mit haben. Also das könnt ihr schauen, ob ihr den mit nutzen wollt. Ist ein nützliches Tool hier mit dabei. Ich sehe ja anhand des Charts, geht der hoch, geht der runter. Dementsprechend nehme ich den dann hier einfach raus aus dem Chart und nutze das Ganze hier so, wie das dargestellt wird. Ihr seht, jetzt blinkt aber auch schon blau, weiß wieder hier. So eine vorsichtige Andeutung. Achtung, hier könnte es eventuell zu einer Bodenbildung kommen, wenn ich jetzt natürlich meinen blauen Supercandle oberhalb meiner Kerze bekomme. Wäre das okay. So, schauen wir uns mal das Szenario an. Wir sehen also, der Beitritt hat nicht viel Sinn gemacht, den zu machen, aufgrund der Prüfbedingungen. So. Der Sell-Trade, der gefällt mir natürlich hier wesentlich besser. Erstens sehe ich, bin in einem Abwärtstrend. Dann sehe ich, die Kerzen werden rot. Wir haben ja schon mit den drei Kerzen davor unseren gleitenden Durchschnitt von 20 hier unsere blaue Linie durchbrochen. Also hier sehe ich schon, hier geht es doch wohl mal wieder in Richtung des Haupttrends. Unser M5-Chart, der ist ja eh hier im Short-Modus für heute Vormittag von unserem Supercandle. Den könnt ihr für diese Setups natürlich auch noch als weiteren Prüffilter hier mit einbauen. So, und dann sehe ich auch, wow, cool, die Kerze, die schließt unterhalb meines Resistance 1 Levels. Das heißt, wir haben diese Unterstützung, die wir hier relativ erfolgreich zweimal verteidigt haben, durchbrochen. Und dann schaue ich auch, wie viel Platz haben wir dann. Wie gesagt, mich interessieren in meinen Einstellungen nur die Bänder. Die Dreier-Einstellung habe ich nicht drin. 4 und 5, das ist mein Zielkursbereich, wo dieser Trade hinlaufen kann. Und da sehe ich natürlich, in einer nach unten gerichteten Parabel habe ich da natürlich wesentlich mehr Platz. Und ihr seht, ganz straight, ganz kontinuierlich laufen wir genau in diesen Grenzbereich hier mit rein, in die Zone zwischen dem vierten und dem fünften Wert hier. Das sind die Bereiche, wo wir halt eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Trendumkehr hier am Markt mit haben. Und dementsprechend ist das nicht nur mein Zielbereich, also mein Exit-Bereich, hier wird unser Take-Profit platziert, sondern dann auch schon die Vorbereitung auf ein mögliches Einstiegsszenario für eine Gegenbewegung. So, und ihr seht, da passt das dann auch. Wir steigen hier mit der zweiten roten ein. Wir sehen, jede Kerze, die hat ja hier auch zwei Punkte. Naja, immerhin 15, 18 Punkte hier Platz nach unten. Das ist durchaus ein Trade, den ich hier eingehen kann, weil ich habe ja hier auch ein sehr, sehr geringes Risiko. Wo kommen bei diesem Setup unsere Stop-Kurse hin? Ihr braucht nicht diesen sehr gehobenen Stop vom Renko-Channel hier oben zu nutzen. Ich nutze dieses Setup viel, viel aggressiver und nehme meinen gleitenden Durchschnitt, hier diesen Wendepunkt, wo wir diesen Durchbruch hatten. Das wird mein Stop-Niveau natürlich nicht genau auf die Linie. Wir sind hier im vorbörslichen Handel. Hier haben wir im Dow Jones noch 2 Punkte Spread. Also legt ihr den euch nicht auf 123, sondern die 2 Punkte Spread, die muss ich jetzt natürlich hier mit einberechnen. Und dementsprechend gehe ich hier 2 Punkte on top. Das ist mein Stop-Niveau für diesen Short-Trade. So, und dann sehe ich, ich habe so eine 15, 16 Punkte Gewinnerwartung, habe hier auch nur ein Risiko von 7, 8 Punkten mit Spread im Markt. Das ist ein CRV von 2 zu 1. Das passt mir natürlich sehr, sehr gut. So, hier kommt von der Susanne nochmal eine Frage, wo wird die mittlere Linie eingeblendet? Also einfach, wenn ihr diesen Fast-EMA-Line-Indikator einblendet, dann habt ihr hier bei Eingabe den Bereich Show Center Line. So, und die steht auf False. Wenn ihr die mittlere Linie eingeblendet haben wollt, dann einfach hier auf True gehen. Dann wird euch diese Linie dann hier entsprechend mit eingeblendet und dann können wir das Ganze hier mit nutzen. So, also ihr seht jetzt hier eine kleine Buy-Indikation mit diesem Signal. Interessant, wir sehen, aha, der Farbumschwung, die blaue Kerze, die durch unseren gleitenden Durchschnitt hier mit durchbricht. Und dementsprechend haben wir dann hier unsere Prüfbedingungen erfüllt. Eine blaue Kerze oberhalb meines gleitenden Durchschnittes, nachdem wir hier in dieser Kaufzone in diesen Trade reingestartet haben. Super schönes Szenario, was mich hier aber eigentlich nicht aus den Socken haut, hier einen Trade zu eröffnen, weil ich sehe, wow, ich habe eigentlich nur diese 3 Punkte Platz hier nach oben, also diese drei Kerzen. Also mal 2 sind im Prinzip hier 6 Punkte Platz. Kann natürlich schauen mit meinem Risiko.
ja, würde hinkommen. Aber hier bitte vorsichtig immer schauen, ob das Platz passt hier mit den Widerstandsbereichen, mit den Unterstützungsbereichen. Optimalerweise läuft dieser Trade jetzt natürlich wieder bis in seine Verkaufszone hier oben mit rein. Ihr wisst, heute Morgen zum Handelsstart, hier dementsprechend ist Volatilität drin, können wir die nutzen. Da können wir diese R1, R2-Linien so ein bisschen außer Acht lassen. Interessant für mich, die Pivot-Linien zum Handelsstart, ist hier eigentlich genug Schwung, genug Volatilität in der neuen Woche drin, damit wir hier keine Probleme haben, die zu durchbrechen. Ja, und mein Kurszielniveau ist dann natürlich hier oben wieder diese Zone zwischen diesen beiden Grenzbereichen. Das ist mein Zielbereich für so einen Trade. Ihr seht, visuell bekommen wir hier sehr, sehr einfache Signale, um die dann dementsprechend zu nutzen. Wer hier auf ganz Nummer sicher gehen will, und der Rodney schreibt es hier gerade, ich bin mal am R1-Level raus, na klar, wenn ihr das nutzt, ihr habt hier ein sehr kleines Risiko, hier unten liegt euer Stop, minus die zwei Spread, denkt dran, oder den Spread, den ihr in dem jeweiligen Titel habt, den ihr handeln wollt. Das heißt, wir haben hier immer noch ein sehr, sehr kleines Risiko. Wenn es ein Minus-Trade wird, kostet der uns 3-4 Punkte. Das ist nicht wild. Bei 6 bis 8 Punkten, die ich mindestens in der Erwartung habe zum Resistance, ist es okay. An der Marke passt ihr auf, seht, aha, bricht durch, dann lasst ihn laufen. Das ist jetzt unsere Zielkurserwartung für den Trade. Und wenn ich mir das dann anschaue, sage ich natürlich, okay, da habe ich hier natürlich wieder Kurspotenzial von 17, 18 Punkten bei einem Risiko von 5, 6 Punkten, die ich auch vorher habe. Das ist ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Da kann ich mit leben. Und ihr könnt diese Linie des gleitenden Durchschnitts natürlich auch nutzen, um euer Stop-Niveau zu modifizieren und anzupassen. Das heißt, mein R-Stop liegt natürlich aufgrund des Spreads circa 2 Punkte unterhalb meiner blauen Linie, meines gleitenden Durchschnittes. Wenn diese Linie hier ansteigt, der Markt hier nach oben läuft, dann könnt ihr hier immer das Ende dieses gleitenden Durchschnittes nutzen, unserer blauen Linie, um dann das Stop-Niveau mit anzupassen. So könnt ihr Risiko aus dem Markt ziehen, so könnt ihr Trades mit laufen lassen, bis sie dann dementsprechend ihre Ziele erreichen. Ja, laufen lassen ist, solange unsere Prüfbedingungen stimmen, solange wir hier blaue Kerzen oberhalb unseres gleitenden Durchschnitts haben. Wir sehen, diese Zone wird dann auch durch dieses blaue Raster hier eingefärbt, ist dieser Trend hier intakt, kann man den dementsprechend hier mit handeln. So, das ist wie gesagt der Aufbau dieses Setups, so wie ihr euch den aus den einzelnen Indikatoren hier aufbauen könnt. Wenn ihr das dann einmal so gemacht habt, ihr müsst es jetzt nicht für jeden Titel separat machen, wisst ihr, können wir hier oben auf unsere sogenannten Vorlagen-Button gehen, geht auf Vorlage speichern und ich nenne das Ding bei mir dann den Forex Trade Master. Namen könnt ihr euch natürlich individuell ausdenken. So, auf Speichern, dann ist es gespeichert und dann kann ich dieses Setup ja auf alle anderen Titel übertragen. Wichtig, ihr braucht erstmal den Minutenchart, damit ihr dementsprechend das Ganze hier einmal aufbauen können für diese Renko-Charts. In den Minutenchart packen wir dann unseren Expert Advisor mit rein und dann wird dieses Template eingeladen. Und beim ersten Mal müsst ihr das Ganze dann dementsprechend hier auch so erstellen. Dann habt ihr das. So, das war der Aufbau. Zweiter Teil dazu, der kommt hier gleich noch. Ein paar Minuten haben wir noch. Wir wollen uns einfach mal so die Handelssignale mittels dieses Systems hier am heutigen Markt mit anschauen. Und was ich halt unheimlich gerne handle, erstens seht ihr diesen genialen Spread, den wir hier auf der Plattform haben. Und zweitens, warum handle ich dieses Setup besonders gerne in Devisenmärkten? Weil wir hiermit wirklich sehr, sehr starke Handelssignale am Markt mitbekommen. Und wenn wir uns jetzt einfach mal den Euro-US-Dollar so ein bisschen hier anschauen, das war der Schluss am Freitag hier gewesen, nochmal immer am Freitagabend dieses Abschlussmovement hier in der letzten Handelsstunde. Und ihr seht, wir sind schön in diese Kaufzone hier reingelaufen. Die Kerzen haben sich schon blau gefärbt, aber immer noch unter dem gleitenden Durchschnitt. So, und dann dieser Durchbruch. Und dann kommt zum Handelsschluss immer nochmal die letzte Handelsstunde, egal ob ihr in den Indizes oder aber in den Devisenmärkten hier handelt, immer noch mal für ein schönes Abschlussmovement hier gut, so dass man hier wunderbar handeln kann. Warum macht natürlich so ein Sell-Trade? Und deshalb sage ich, ist dieser neue TMA-Line-Indikator für uns unheimlich interessant. Keinen Sinn. Ihr seht, ja, wir haben eine rote Kerze. Diese zweite rote Kerze schließt auch unterhalb unseres gleitenden Durchschnitts. Eigentlich super für das ganze Szenario. Aber ihr seht,
Ich bin hier im Bereich einer Kaufzone, da macht das nicht wirklich viel Sinn, so ein Signal hier mit reinzufiltern. Und ihr seht, ich habe bei mir sogar noch unseren Trendanalyzer hier als letzten abschließenden Prüfindikator mit drin. Könnt ihr euch noch mit reinnehmen, um die Signale noch stärker hier halt zu machen. Ihr seht auch hier schon mal unsere roten Kerzen. Filtern wir uns einfach raus und befinden uns oberhalb unseres gleitenden Durchschnitts. Natürlich ist das für mich schon unheimlich interessant. Wir sehen im ersten Anlauf fast bis an den äußersten Grenzbereich dieses TMA-Line-Indikators rangelaufen. So, hier nochmal der kleine Rücksetzer, schon mal die Sell-Indikation, aber kein Durchbruch nach unten, nochmal der Angriff. Ja, und der Charttechniker, der schreit jetzt natürlich gleich aus und sagt, hey, cool, klassisches Doppeltop, ein Hoch, nochmal ein Hoch. Das ist natürlich auch aus der Charttechnik hier unheimlich interessant und das Ganze natürlich gepaart in den Grenzbereichen meiner Verkaufszone. Das lässt natürlich hier auf ein Short-Signal hoffen. Ja, und auf die Asiaten war dann auch Verlass. Die kamen dann hier heute Nacht mit in den Markt und dann sehen wir hier auch schon dieses erste schöne große Movement. Dabei auch dann noch dieses Pivot-Level unterschritten. Da schauen wir natürlich mit Argus-Augen. Natürlich schaut eigentlich nicht eine Kerze oberhalb des Pivot-Levels ein, sondern ich warte hier den Durchbruch ab. In den Devisen haben wir den Indikator sogar. Ihr seht es, wenn ich mal an den Originalchart gehe. Hier nutzen wir den sogar mit einer Ein-Pip-Darstellung. Das heißt, jede Kerze, die wir im Renko-Chart nutzen, hat hier sogar nur ein Pip. Beim DAX, beim Dow Jones haben wir hier unsere 2 Punkte für diese Kerzen mit drin in den Bewegungen. Und ihr seht trotzdem, was wir für schöne, cleane Signale haben. Und dann mit dem Fall des Pivot-Levels war mir natürlich klar, wo will der Markt hin? Grundsätzlich hier zu seiner Support-1-Marke. Das ist das Kursniveau hier bei 1,1354,55 gewesen heute Nacht. Und da laufen wir auch sehr, sehr schön hin. Mit einer kleinen Unterbrechung heute mal zu unserem vorbörslichen Handelsstart. Kurz nach 8 haben wir hier eine wunderbare Beitindikation bekommen. Sah natürlich klasse aus. Schöne blaue Kerze. Analyzer ist blau. Wir sind oberhalb des gleitenden Durchschnitts. Warum habe ich Bauchschmerzen bei diesem Trade? Und das war auch gut, Bauchschmerzen zu haben. Ihr seht, wir sind hier in dieser nach unten gerichteten Parabel. Wir sehen hier, wir sind in diesen Grenzbereichen reingelaufen. Hier macht es natürlich nicht viel Sinn, noch eine Position zu eröffnen und dementsprechend zu handeln, was mir viel, viel besser gefallen hat. Und ihr seht, das passt wieder mit unserem Halbstundenzyklus. 9:30 Uhr ist 8:30 Uhr. Wir wissen, 8 Uhr, 8:30 Uhr, 9:39 Uhr. In diesen Halbstundenzyklen können wir hier große Kursbewegungen mit reinbekommen in den Markt. Ja, und wenn da pünktlich natürlich ein neues Sell-Signal aufbaut sich hier im Markt in Richtung meiner Indikation. Ich weiß, mein Zielbahnhof, wie es immer so schön nenne, unser Support-1-Level haben wir noch nicht erreicht. Da ist noch viel Platz nach unten. Gehen wir natürlich gerne rein in das Signal. Das ist das, was mir Spaß macht und was ich halt immer sehr, sehr gerne handle hier. Morgens ab 8 Uhr schönes Movement, dann im Euro-US-Dollar um 9 Uhr mit der offiziellen Markteröffnung. Da kommt nochmal Schwung rein und ihr seht, das war dann auch mal so ein schöner 100-Pip-Trade. Jede Kerze ist ja hier ein Pip, geht schön runter an das Support-Level. Und da war dann noch gar nicht Schluss. Da geht es dann hier auch nach unten noch weiter am Markt. Wir sehen Durchbruch durch das Support-Level. Also hier der Abwärtstrend sehr, sehr stabil. Und mit diesem Durchbruch, was ja dann auch für euch eine Re-Entry-Situation in so einen laufenden Trade ist, haben wir natürlich hier sehr, sehr gute Chancen, dass der Markt hier auch noch weiter nach unten läuft. Wohin? Natürlich in Richtung seines Support Level 2. An diesen Marken orientieren wir ja unseren grundsätzlichen Handel hier erstmal. Und das sind für mich dann ganz klare Zielkursmarken, wo der Markt hier mit hinlaufen kann. Und dementsprechend denke ich mal, auch wenn wir uns hier in dieser Kaufzone, wir sehen diese Parabeln, die laufen ja nach unten, der wird die auch mit jeder Kerze hier weiter nachziehen. Das heißt, der kann das durchaus noch bis hier unten schaffen. Das muss hier noch nicht die Trendumkehr sein. Die Trendumkehr haben wir ja auch erst, wenn wir blaue Kerzen oberhalb unseres gleitenden Durchschnitts unserer blauen Linie hier am Markt haben. Dann haben wir hier eine wirklich gute Chance, dass wir dann mindestens erstmal zum Support 1 laufen. Ansonsten lasst so ein Ding hier laufen. Zielkurs ganz klar, Support 2 Level, Stop-Niveau. Da orientieren wir uns hier natürlich an unserem gleitenden Durchschnitt. Natürlich immer einen Tick drüber, damit ihr hier den Spread, wobei der hier ja fast zu vernachlässigen ist,
dementsprechend hier mit raus. Jetzt sehen wir mal sogar eine Phase 0,1, 0,2 Pip Spread hier. Das macht natürlich Spaß. Ich habe sie hier auch schon mal mit 0,0 erwischt. Dann habt ihr nur die Kommission. Jetzt habt ihr gerade 42,5, 42,5. Also hier wirklich im Devisenbereich macht das wirklich sehr, sehr Spaß, das Ganze zu nutzen. Und ihr seht, so ein Trend setzt sich hier weiter fort in Richtung der Zielkursmarke. Also im Euro-US-Dollar findet ihr mit dem Setup immer tolle Szenarien. Wenn ihr dann auf die Eröffnungszeiten schaut, 8 Uhr, 9 Uhr am Nachmittag, 14 Uhr kommt schon wieder schön Schwung rein, dann aber klassisch 15:30 Uhr und vor allen Dingen abends um 20 Uhr den Trade schaue ich mir natürlich auch immer noch mal sehr, sehr gerne an, wenn die Amerikaner aus ihrer Mittagspause zurückkommen und dann wieder an den Markt zurückkehren, auch noch mal ein schönes Movement. 20 Uhr ist dann Serverzeit natürlich 21 und ihr selbst seht, selbst an so einem ruhigen Freitagabend, wo eigentlich so gar nichts mehr wirklich geht am Markt, vorher schön seitwärts konsolidiert, da müsst ihr nicht rein. Da sind die Leute in der Mittagspause. Bei uns handelt am Freitag eh keiner mehr um die Zeit. Spart euch das um 20 Uhr. Da können wir unseren Markt nochmal anschauen. Ihr seht, selbst da holt er nochmal eine 100-Pip-Bewegung hier aus dem Markt in der Handelsstunde mit raus. Das macht natürlich Spaß. Ja, und jetzt sehen wir, Zielkurs erreicht, so wie wir es erwartet haben. Der Markt setzt seine Bewegung hier fort zum Support 2 Level. Und das sind natürlich immer interessante Geschichten. Wenn ihr zum Beispiel aber auch diesen ersten Durchbruch hier als Re-Entry verpasst habt, dann können wir natürlich auch so ein kleines Pullback, was wir immer wieder sehen. Ihr wisst, wenn wir so eine Marke durchbrechen, kommt sehr gerne nicht der direkte straighte Anlauf nach unten, sondern dann kommt es gerne zu einem Pullback. Das Pullback sehen wir hier. Diese drei Kerzen, die nochmal gegen diesen Gesamtmarkt laufen, genau an dieses Support 2 Level mit ran. Das kann ich natürlich unheimlich gerne auch nochmal als Re-Entry-Niveau mit dem Zielkurs S2 nutzen. Wieso, weshalb, warum? Erstens, ich habe hier eine schöne Gewinnerwartung nach oben und habe ein sehr, sehr kleines Risiko, weil mein Stop-Niveau liegt ja oberhalb des leitenden Durchschnitts. Auch hier habe ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Das macht natürlich sehr, sehr viel Spaß. Und ihr könnt euch natürlich auch solche Re-Entry-Situationen, wenn ihr seht, dass der Markt mit roten Kerzen unter seinem gleitenden Durchschnitt einen Rücksetzer hat, könnt ihr natürlich auch unseren TU24 Oberst-Indikator nutzen. Ich blende uns den hier einfach mal ein. Wer also da klassische Re-Entry-Situationen finden will, dafür nutzen wir ja dieses Setup, kann den hier sehr gerne nutzen. Ich stelle uns den einmal ein und blende uns den hier in den Chart mit ein. Und dann sehen wir, sollten wir zu dem Zeitpunkt da eine rote Kursspitze gehabt haben. Ups, haben wir zufälligerweise sogar. Ihr seht, wir sind hier mit diesem kleinen Rücksetzer in unsere Verkaufszone über diese 80er-Marke, die ich hier als Einstiegsszenario habe, reingelaufen. So, Chance-Risiko-Verhältnis passt, Platz nach unten haben wir genug, klassisches Pullback. Dann ist das natürlich hier diese Spitze darüber auch ein schönes Szenario. Ihr seht, bei dem kleinen Anlauf hier hat es nicht gereicht. Da sind wir nur zwei Kerzen zurückkorrigiert. Da haben wir leider keinen Kurs hier über 80 in unserem Oszillator. Da hat es nicht gereicht für ein Re-Entry. Aber da hätte mir auch das Chance-Risiko-Verhältnis nicht gepasst. Ihr seht, hier sind gerade mal noch vier Kerzen nach unten Platz. Da habe ich nicht wirklich viel Luft nach unten. Aber dann könnt ihr auch gerne in dieses Setup, um Re-Entries zu finden, hier unseren TU24 Oberst-Indikator mit nutzen, dass ihr da auch eine mögliche Einstiegsmöglichkeit hier findet. Ja, gucken wir uns den anderen Titel nochmal mit an. Great British Pound, US-Dollar. Ja, auch hier ein relativ cleanes, klares Bild. Deshalb mag ich dieses Setup auch. Schauen wir mal ein bisschen hier auf die Zeiten. Hatten hier heute eine kleine Buy-Indikation gehabt. So, kurz nach Handelsstart. Und ihr seht aber, warum ich dieses Setup und gerade im Great British Pound, US-Dollar hier im Cable, das ist ein toller Markt. Und da möchte ich jetzt euch gleich auch nochmal ein anderes Setup vorstellen, wie ihr hier wirklich diese Umkehrpunkte, ich will gar nicht diese großen Trends haben, ich will hier diese Umkehrpunkte am Markt mithandeln. Und ihr seht, wir sind hier schön in diese Verkaufszone reingelaufen. Wir sehen, oh, der Kanal baut sich auch schon so ein bisschen nach unten auf. Hier diese ganze Zeit eigentlich parallel gelaufen, ist ein klassischer Seitwärtsmarkt hier. Das sind Phasen, die ich unheimlich gerne handle im Markt, um mich dort hier halt immer zu positionieren. Und da nutze ich dann auch meine kleineren Bänder. Ihr seht, ich habe hier ja auch noch ein viertes Band drin. Da nutze ich jetzt mein 3.0 Band vom Multiplier. Wenn ich hier sehe, dass wir hier wirklich so kleine Ranges haben, dieser Kanal seitwärts läuft, wenn wir jetzt uns unsere Centerline hier mal mit einblenden, ist die höchstwahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt weiß.
Gucken wir mal. Jo. So, das sind Phasen, wo ich hier unheimlich gerne am Markt mit handle und da modifiziere ich mir auch dann dieses Setup als reines Scalping-Setup, um die Umkehrpunkte an den Märkten zu handeln. Und warum das unheimlich interessant ist, werde ich euch gleich zeigen, nachdem wir das aktuelle Signal noch einmal durchgesprochen haben. Einige von euch haben das ja am Freitag schon mal von mir eingestellt bekommen, beziehungsweise erklärt bekommen, dass ich das unheimlich gerne hier zum Scalpen nutze, um die Umkehrpunkte am Markt hier zu erwischen. Aber ansonsten auch hier klassisches 10:21 Uhr, 10:22 Uhr Durchbruch. Ich habe viel, viel Platz nach unten an meine Bänder mit an. Schönes Short-Szenario, rote Kerzen brechen durch, Trend-Analyzer wird rot. So, dann nehmen wir ihm hier Platz. Ja, hier hätten wir für den Trade noch richtig Luft nach unten. Ihr wisst, einmal am Tag möchte ich eigentlich in der Regel mit den Märkten an meine Pivot-Marke. Jo, da haben wir noch richtig viel Platz nach unten. Da kann doch durchaus hier einiges gehen. Und nicht wundern, der Cable, der macht so große Bewegung. Der kann euch hier auch mal 200, 300 Pips mit einem Movement hier wirklich in den Markt reinlegen. Ja, einfach laufen lassen. Trendsignal ist hier wunderbar intakt. Was in diesem Setup interessant ist, und da modifiziere ich das jetzt mal ein bisschen. Ich nehme hier unten meinen Trendanalyzer raus. Den brauche ich nicht. Den lösche ich für dieses Setup. Ich nehme hier auch meinen Renko-Channel raus aus diesem Setup. Brauche ich nicht. Jetzt folgen wir hier mal ein bisschen auf. So, was mich hier interessiert, ist auch nicht der Makro-Indikator, den ich hier für diese längerfristigen Trends nutze. Den nehme ich hier raus. Ich modifiziere auch meinen Super-Candle. Den nehme ich hier nicht. Ah doch, hier habe ich ihn schon eingestellt auf 2. Den nutze ich hier nicht auf 3, sondern auf 2. Wieso, weshalb, warum? Ihr seht, das Bild wird jetzt auf einmal wesentlich cleaner. Wozu ich diesen TMA-Indikator nutze, ist, um mir Umkehrpunkte zu modifizieren. Das heißt, laufen wir in die Kaufzone, laufen wir in die Verkaufzone rein, weiß ich, das sind Bereiche, wo wir, je weiter wir hier reinlaufen in die Zone, hier haben wir stellenweise 60% Umkehrwahrscheinlichkeit, hier schon 70, hier schon 80, hier über 90% Umkehrwahrscheinlichkeit in den Markt, merken, dass das genau die Wendepunkte, die Umkehrpunkte sind. Dann mache ich mich hier natürlich auf die Lauer und da brauche ich nur meinen Supercandle und diesen Indikator. Auch die Centerline, die brauche ich hier nicht. Ich orientiere mich hier einfach an der Funktion meiner Bänder und sage, wenn ich in die Verkaufszone reinlaufe, dann interessiert mich in diesen Bereichen und deshalb haben wir unseren Supercandle hier auch aggressiver eingestellt. Ihr könnt den sogar auf 1,5 auf 1 runterstellen. Wird es unheimlich interessant, dann da die Umkehrpunkte zu machen. Den ganzen Schrott hier in der Mitte, dieses Buy-Signal, ja, ich weiß, ich durfte mit der zweiten blauen Kerze kaufen, mache ich aber nicht. Alles, was sich innerhalb dieser Bänder abspielt, ist für mich komplett uninteressant, sind Seitwärtsmarktphasen. Nur wenn wir wirklich in die Verkaufszonen reinlaufen, also wie hier zum Beispiel mit diesem Short-Signal, sehr, sehr schön reingelaufen. Natürlich habe ich dieses Buy-Signal hier verpasst, das hat mal funktioniert, aber ihr seht, das Buy-Signal davor, das Sell-Signal davor, auch das Sell-Signal hiervor, die haben nicht wirklich große Punkte gebracht am Markt, aber dann verpasse ich lieber dieses eine Signal, was hier funktioniert hätte am Markt, was mir schön Punkte gebracht hat, um mir aber diese Fehlsignale rauszufiltern. Laufen wir aber in diese Bänder hier mit rein und haben wir dann hier in dieser Verkaufszone meinen Farbwechsel von Blau auf Rot, ist das natürlich ein Sell-Signal, was mir hier richtig gut schmeckt. So, und dann gehe ich rein und ich kann dann auch per Buy and Hold, ich möchte ja eigentlich nur scalpen mit dem Setup, also ich nehme hier immer 50, 60 Pips raus, das sind 5 Kerzen in meine Richtung, dann gehe ich so hier sogar schon raus. Oder aber ihr sagt, hey, solange die Kerzen rot sind, beim Sell-Signal, oder solange die Kerzen blau sind, beim Buy-Signal, bleibe ich hier einfach drin, weil meine Erwartung wäre, dass wenn wir in der Verkaufszone starten, wir durchaus bis in die Kaufzone laufen. So, und das haben wir hier auch gemacht. Genauso liege ich natürlich hier jetzt mit Argusaugen auf der Lauer und sage, hey, cool, wir sind ja hier schon mal in unsere Kaufzone reingelaufen. Sollte ich in dem Bereich jetzt eine blaue Kerze bekommen, geht es mit der zweiten blauen Kerze hier Entry in den Markt in eine Buy-Order mit rein. Und ihr seht, die Trades, die hier wirklich Movement, ups, jetzt haben wir hier starten ein bisschen schauen, so, wo wirklich Movement reinkam, die starten aus diesen Grenzbereichen. Das Short-Signal handle ich nicht, neutrale Zone. Das Buy-Signal handle ich nicht, neutrale Zone. Dieses Short-Signal, das darf ich handeln.
ist nicht so optimal. Wir sind hier gerade mal so reingelaufen an das unterste Band, aber mit der TMA-Line habt ihr gesehen, auch die Linie war weiß. Dann ist das okay, weil ihr habt hier extrem wenig Risiko. Ihr steigt mit der zweiten roten Kerze ja ein in den Markt. So, wo kommt mein Stop hin? An den Umkehrpunkt. Da könnt ihr den Renko-Channel nutzen, dann seht ihr es visuell besser. Ich sehe aber auch automatisch, wo war der letzte Höchststand. Hier kommt mein Stop hin. Natürlich nicht genau auf das Co-Spike, sondern guckt immer, was ist der Spread hier im Markt mit drin. Das ist das Tolle hier auf der Plattform. Wir haben hier sehr, sehr kleine Spreads im Markt. Also immer so ein Stück on top, damit ihr nicht hier irgendwo nochmal versehentlich ausgestoppt. Und dann seht ihr, habe ich hier gerade mal eine volle Kerze, zwei volle Kerzen, drei Kerzen als Risiko. Das heißt, eine Kerze sind ja hier mal 10 Pips, nicht wirklich viel Risiko. Und ich will immer meine 5 Punkte haben. Erste Gewinn, zweite, dritte, vierte, fünfte Gewinnkerze reicht. Ich packe mir hier auch einen Trailing-Stop von 3 Punkten rein. Der soll mir sofort mein Risiko ausziehen. Wenn er mich mal hier mit so einem Rücksetzer auf null ausstoppt, Pech gehabt. Dafür habe ich aber genug schnelle Bewegungen, die mir diese Punkte bringen. So, dieses Buy-Signal, das darf ich nutzen, startet aus der Kaufzone, die wir vorher getestet haben, war okay gewesen. Dieses Sell-Signal liebe ich natürlich schön deutlich in die Zone reingelaufen. Desto weiter ihr in diese Zone reinläuft, desto stärker werden die Signale auch. Deshalb nutze ich meistens nur Bandnummer 4, 5 und 6 und das Dreierband hier gar nicht. Wo ich dann wirklich sage, die Trades, die da draus starten, das sind die Big Movements. Und das seht ihr auch aus den Bändern. Da kommt eine große Bewegung. Die letzte Sell-Bewegung, das ist eine große Bewegung. Dieses Buy-Movement, was wir hier bekommen haben mit dem Farbwechsel aus diesem Bereich, auch pünktlich zum Handelsstart hier 9:05 Uhr, das macht mir natürlich Spaß. 9:05 Uhr gleich 8:05 Uhr. Ich weiß, da kommt ein Movement. An diesem Sell-Trade versuche ich mich hier gar nicht erst. Der startet im Niemandsland irgendwo. Ja, auch hier der Sell-Trade, der hat mal ein paar Pünktchen gebracht, aber Pech ist im Niemandsland, darf ich nicht handeln. Der startet hier aus der Verkaufszone. Da sind große Bewegungen. Und so liege ich jetzt natürlich hier mit dem Setup auch auf der Lauer. Ihr seht aber, wir haben es ja mit unserem anderen Setup schon vermutet. Wir werden uns hier weiter in Richtung Pivot-Level runterarbeiten. Wenn wir unseren Trade Master hier mal wieder einblenden, seht ihr alles intakt, gleitender Durchschnitt, den Stop könnt ihr nachziehen. Gibt dem die Luft, die der braucht, bis in seinen Zielkurs hier unten zu laufen. Und dann ist das super. Also, in den Devisenmärkten nutze ich das unheimlich gern, diese zweite Version, diese abgespeckte Version. Und ihr seht auch hier der Markt heute wieder sehr, sehr ruhig. Schöne Bewegung zum Handelsstart. 9 Uhr ist gleich 8 Uhr. Ihr wisst, den Trade will ich unbedingt machen jetzt hier im DAX und im Dow Jones und im Euro-US-Dollar und im Great British Pound, weil ich weiß, zum Handelsstart 8 Uhr, 9 Uhr, da kommt Schwung rein in den Markt. Und ihr seht, wir haben hier unsere 2-Punkte-Kerzen mit dem klassischen Setup. Hier haben wir noch unseren Trend-Analyzer mit drin und den Channel mit drin. Müsst ihr schauen, ob ihr die noch mit braucht für das Bild. Ansonsten orientiert euch einfach, um die Stop-Kurse zu platzieren an den letzten Höchst, an den Spikes. So, und wir sehen, wir hatten kurz vor 8 Uhr, da gehen wir natürlich nicht in die Märkte, hier mal eine kleine Buy-Indikation versucht. Da hat schon mal gereicht, unsere Kerzen zu färben. Aber vor 8 erstens Spread zu teuer, zweitens handeln wir nicht um die Zeit. Wir warten die Eröffnung ab. Dann pünktlich ins Short-Movement umgeswitcht, 8 Uhr. Ja, ich habe gesehen, wir sind im Vorfeld eigentlich schon an diesem R1-Level, an unserem Resistance-Level gescheitert. Weiß, einmal am Tag wollen wir eigentlich zum Pivot-Niveau hier nach unten laufen. Da ist richtig viel Platz im Markt. Das liegt ja heute gerade noch bei 608. Wir waren heute Morgen noch bei 670. Und ihr seht, so das Ziel hat er sich geholt. Genauso mag ich jetzt natürlich dieses Signal. Der Beitritt, der verhungert hier im Markt und jetzt nimmt ein neues Sell-Signal nach unten auf, passt zu meinen Linien, passt zur Pivot-Linie. Das ist natürlich ein Niveau, wo ich sage, okay, so ein Trade, den gebe ich mal die Chance, hier nach unten zu laufen in Richtung seiner Pivot-Marke. Da möchte ich mir meine Pünktchen mal mitnehmen. Aber ansonsten seht ihr, das 8-Uhr-Signal möchte ich unheimlich gerne handeln. Rote Kerzen, hier ist der Farbwechsel wieder von Blau auf Rot. Ein Trend-Analyzer ist hier auch schon in den Sell-Modus umgeswitcht, passt auch wunderbar. So, und dann lasse ich so ein Trade hier natürlich laufen, solange meine Prüfindikationen hier intakt sind. So, hier hatten wir mal wieder pünktlich um 9 Uhr offizieller Handelsstart. Ein Buy-Signal bekommen kurz nach 9 hier. Hätte man reinfallen können auf diesen Trade. So,
So, mit den Bändern, wo ihr seht, oh shit, das Ding, das zeigt hier schon ganz permanent nach unten, fühle ich mich eigentlich nicht wohl, wenn der hier nach oben läuft. Ich habe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir hier zwischen dem ersten und zweiten Band drehen werden. Ja, jede Kerze hat ja zwei Punkte. Das könnten vielleicht zwei, drei Kerzen in meine Richtung werden. Könnte hier vielleicht ein Signal von fünf, sechs Punkten werden. Versucht es gar nicht erst. Außerdem könnt ihr euch auch immer noch wieder, auch für dieses Setup, gerade wenn ihr das hier mithandelt, auch unseren 5 Minuten Super Candle mit einblenden. Ich zeige euch das hier nochmal. Wir gehen hier ins 5 Minuten Chart, blenden hier nur unseren Super Candle mit ein, gehen hier im Multiplier auf 1.0. So, und dann seht ihr hier auch die Indikation. Ich mache uns mal das Gitter raus und mache den ein bisschen größer. Dann sehen wir da auch hier. Und wir wissen, da waren hier die ganze Zeit ab Handelsstart. Hier ist unsere Kerze rot. Das heißt, wir sind um 8 Uhr pünktlich hier in den Sell-Modus geswitcht. Und wir wissen, solange im Fünfer-Chart im Super Candle unsere Kerzen rot sind, sind wir in einem Abwärtstrend mit drin. Ja, hätte man das vorher gemacht, hätte ich mir auch diesen Beitritt jetzt hier, Sell-Trick hier gespart. Solange die Kerzen im Fünfer rot sind, wisst ihr, sind wir in einem intakten Abwärtstrend, dann dürfen wir halt diese Beitritts nicht machen. Und damit habt ihr euch automatisch dieses Signal, auch dieses Signal hier rausgefiltert. Mittlerweile seht ihr, ist der Super Candle im 5-Minuten-Chart eigentlich schon wieder im Buy-Movement. Die Kerzen sind blau, heißt für mich, okay, ab jetzt darfst du eigentlich hier nur Beitritts am Markt eröffnen. So, wenn wir uns das in meinem Chart angucken, ich nehme die Linie mit von 10:20 Uhr. So, legen wir die hier auch mal auf 10:20 Uhr und sage, okay, da sind wir ja pünktlich im 5-Minuten-Chart, im Buy-Movement sind pünktlich jetzt hier im Minuten-Chart oder in unserem Renko-Chart im Buy-Movement. Das sind also die Trades, die wir rausfinden. Ihr seht aber auch wieder, wir laufen gegen 10, hier geht Schwung raus am Markt, hier passiert nichts. Na, ich sollte mal hier meine Position schließen. So, und dementsprechend filtert ihr euch zum Beispiel auch dieses Sell-Signal hier raus und auch dieses Sell-Signal hier raus. Ihr seht, dürft ihr nicht. 5-Minuten-Chart geht nach oben, könnt ihr auch gerne als weitere Prüfbedingung hier mit einbauen. Ansonsten seht ihr aber auch die Funktionalität dieses Channels, wenn ich mir das anschaue, bewege ich mich hier in diesem Raum, dass ich hier wirklich in diesem lustlosen Raum bin. Hier seht ihr, entstehen keine großen Signale. Wo entsteht mal ein Big Movement? Das entsteht, wenn wir in die Kaufzonen oder wenn wir in diese Verkaufzonen gelaufen sind. Dann entstehen hier große Bewegungen am Markt. Die kann ich dann dementsprechend handeln. Da habe ich Schwung mit drin. Und ihr seht hier aus diesen neutralen Zonen, aus diesem luftleeren Raum, da entsteht hier nicht wirklich viel im Markt. Und deshalb dieses Setup auch gerne so zu modifizieren, dass man dann sagt, ich nutze das so wie bei unser Setup hier umgebaut haben und ihr seht, der läuft hier immer schön weiter, dieser Beitritt im Great British Pound US-Dollar, aber auch im Euro-US-Dollar könnt ihr dieses Scalping-Setup, ihr seht hier jetzt auch dieses klassische Pullback am Markt. Ja, warum kann man da einsteigen für ein Pullback? Erstens, ich bin wieder zurückgelaufen an meinen Support 2, noch bin ich unterhalb der Support 2-Marke. Super interessant, klassische Re-Entry-Situation, weil brechen wir durch mit den Kerzen. Wären diese Kerzen blau, durchbrechen wir sogar das Support 2 Level, muss ich raus. Das ist aber ein Vorgang, der maximal zwei Kerzen hier nach sich zieht. Das heißt, das ist ein maximales Risiko von 20 Pips, die ich hier im Markt habe. Bricht der ab, wie hier, prallt der ab, dann hat der aber richtig viel Platz nach unten. Und deshalb habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen an so einer Stelle hier in Sell-Trade. Und ihr seht, kleiner Spread, 0,88 hier, plus hier habt ihr pro Lot natürlich eine Kommission mit drauf von 4 €, aber wenn ihr das euch zusammenrechnet, handeln wir hier mit extrem fairen Konditionen, was natürlich Spaß macht. Nicht verwundern lassen und sagen, oh, ich bin ja hier im Gewinn, ich schließe den, achtet auf eure Kommission. Dementsprechend erst, wenn hier unten der untere Wert dann dementsprechend erfüllt ist, geht's rein. So, ja, und dem kann ich hier natürlich Platz geben. Erstens kann ich sportlich sagen, gut, vielleicht läuft der hier noch diese 180 Pips nach unten bis an diese Linie. Das wäre natürlich super schön, wenn er diesen Trade macht. Oder aber ich habe hier ein extrem kleines Risiko. Ihr seht, ich komme hier mit 30 Pips Risiko hin. Wenn der da durchbricht, muss ich raus aus diesem Trade. Dann habe ich eine blaue Kerze oberhalb meines gleitenden Durchschnittes.
dann habe ich in dem Treter nichts mehr drin zu suchen. Aber ansonsten liebe ich so eine Situation, sind super schöne Re-Entry-Situationen für mich hier am Markt. Und ihr seht, der springt hier auch richtig schön schnell wieder an, hat jetzt schon wieder 25 Euro verdient. War ja auch gut so, die habe ich ja eben auch versemmelt hier im Markt. Deshalb um die Uhrzeit gehen wir raus. Hier für euch nochmal, wie finde ich Einstiege mit dem Setup? Wie finde ich Re-Entries mit dem Setup? Und beim nächsten Mal, das ist morgen schon. Morgen will ich mal die amerikanische Eröffnung mit euch handeln und am Mittwoch noch mal wieder zum klassischen Markt. Donnerstag, Freitag bin ich nicht im Office, habe ich einen Workshop. Deshalb dementsprechend die Termine hier ein bisschen vorgezogen. Also schaut euch das gerne noch mal an. Wenn ihr Fragen habt, einfach mich per Skype kontaktieren. Ansonsten, ich lege euch auch die Indikatoren heute im Laufe des Tages noch mal auf die Webseite mit drauf, beziehungsweise ihr, die bei mir im Workshop sind, ihr habt die ja alle. Soweit, wenn ihr Fragen habt, schickt dann mir einfach eine Skype-Nachricht. Ansonsten hoffe ich mal, dass unser Education Monday für euch wieder interessant gewesen ist. Ist ein sehr, sehr tolles Setup. Ihr seht, wie stark die Handelssignale sind, können wir unheimlich gut nicht in den Devisen merken, könnt ihr euch natürlich auch modifizieren. Spielt mit den Renkos, gerade wenn ihr mal im Bereich Gold oder irgendwas reingeht, oder hier auch, wie gesagt, im Euro-US-Dollar nehme ich immer nur diesen einen Pip pro Kerze als Einstellung an. Ansonsten in den Indizes 2. Ihr könnt aber auch mit den klassischen 3 Punkten arbeiten, mit denen wir sonst letzte Woche hier immer unterwegs gewesen sind. Ihr seht, wenn ich das Ganze jetzt mal hier auf 3 Punkte modifiziere, das sind unsere 2 Punkte. Wir gehen jetzt einfach nochmal in den DAX-Chart mit rein und gehen hier in unserem Renko-Experten-Eigenschaften auf 300. Das heißt, ich möchte nur alle 3 Punkte eine neue Kerze. So, dann rechnet er hier um. Und dann seht ihr, haben wir auch hier schöne straighte Signale. Auch hier so eine Seitwärtsphase mal schön rausgefiltert. Aber wenn Schwung reinkommt, und das ist auch wieder die letzte Handelsstunde im Markt, am Freitag gewesen. Ihr seht, was da dann noch geht. Jetzt hat jede Kerze 3 Punkte und ihr seht, was hier dann nochmal am Freitag zum Handelsschluss entsteht hier mal noch so ein 66-Punkte-Trade hier am Markt, genauso straight, aber heute Morgen super schön das Scheitern am Resistance, das Short-Signal, na gut, 37 hatte ich nicht, hier ist 8 Uhr, sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Ihr kommt hier in den Markt rein, legt euch übers Pivot-Level, ihr habt jetzt 10 Punkte Risiko bei einer optimalen Gewinnerwartung vom Pivot-Level, das wären 54, gut, wir haben hier nur mal 50 Punkte erreicht. So, hier stimmt eine Prüfbedingung nicht mehr. Hier sind die Candles blau. Hier gehe ich mal raus. Ja, dann waren das immerhin noch 36 sehr schöne straighte Punkte. Und ihr seht in so einer Phase, hier sind wir schon im neuen Buy-Modus, sind wir schön drin. Stop liegt mittlerweile hier unter dem letzten Tiefstand. Also auch hier sind jetzt maximal noch 6, 7 Punkte Risiko bei einer Gewinnerwartung. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch hier im Rahmen dieses Channels hier in diese Verkaufszone mitlaufen. Wäre sehr schön. Und ihr seht, warum ich gerne in diesen Bereichen hier aussteige. Wenn wir hier in diese Kaufzonen laufen, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da dementsprechend drehen. Und dann muss ich hier auch einfach mit raus. So, ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Freue mich, wenn ihr morgen oder am Mittwoch wieder mit dabei seid. So viel zum Education Day. Ich denke mal, 1, 2 Stunden ist das Ganze wieder modifiziert. Dann hinterlege ich euch das Ganze wieder als Video auf der Website. Danke für eure Teilnahme und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.